Hallo, willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie wir an diesem Schlüssel VW Touareg die Schlüsselbatterie tauschen. Das Ganze ist kein Hexenwerk, ich zeige euch das mal eben. Ja, ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen, viel Spaß, traut es euch zu, es geht ganz einfach. Und wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt Kommentare, wir versuchen schnellstmöglich zu antworten. Ach so, und gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Okay, jetzt aber zum Batteriewechsel. So, das ist jetzt der Schlüssel von dem VW Touareg. So sieht er aus. Tja, wie kommen wir jetzt an den Batteriefachdeckel dran, werdet ihr euch fragen. Kein Problem. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Bedientasten öffnen, schließen der Tür in der Heckklappe. Auf der Rückseite haben wir hier das VW-Logo. Hier haben wir einen Anhänger, um dort eventuell ja, Schlüsselanhänger oder was auch immer dran machen zu können. Und jetzt kommt der Clou bei diesem Touareg-Schlüssel. Dieses VW-Zeichen. Das könnt ihr reindrücken. VW-Zeichen reindrücken. Habt ihr es gesehen? Es sprang raus. Ich mach's nochmal. Zack. Und dann springt der Schlüssel hier heraus. Und wir können hier den Notschlüssel erst einmal entfernen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. So, jetzt sieht der Schlüssel unverändert aus. Der Batteriefachdeckel ist das ganze Ding hier. Das müssen wir jetzt irgendwo abkriegen. Manche Kollegen gehen von euch her und gehen hier mit dem Schraubenzieher rein. Was auch immer, das machen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hier keine Macken in den Schlüssel reinzwirbeln. Das sieht ja blöd aus. Das heißt, wir gehen jetzt einfach her und mit dem Fingernagel gehe ich hier einfach rein. So, und zwar, zack, zack, Batteriefachdeckel abheben. Und hier taucht die Batterie aus, auf. Ja, eine CR2032. Wir nehmen die jetzt mal eben raus. So, Schlüssel zur Seite, Mütze auch zur Seite. Hier noch einmal die Batterie. Ich setze euch die mal eben oben jetzt noch mal in die Ecke rein. Da könnt ihr die nochmal sehen. Aber wobei, das könnt ihr ja so super sehen. Hier CR2032. Unten in die Videobeschreibung setze ich euch auch mal eben den Link hin, wo ihr diese Batterien günstig kaufen könnt. Ja, das war's. Jetzt nehmen wir einfach eine neue Batterie, legen diese hier ein. Okay, legen wir sie so rum. So seht ihr es besser. Hier an dieser Umrahmung Batterie vorbeiführen. Und dann könnt ihr die Batterie einlegen. Und jetzt den Batteriefachdeckel wieder mittig auf das VW-Zeichen setzen. So, und jetzt einfach nur herunterdrücken. So, das war's. Batterie wurde getauscht. Kontrollleuchte blinkt wieder rot. Das war Tauschen der Schlüsselbatterie. Jetzt wird mir nur eingefallen und euch selber auch. Rennt nicht sofort raus zum Auto. Schaut nach, ob das funktioniert hat. Vergesst den kleinen Mops nicht, den Notschlüssel. Der muss hier wieder rein. Weil ansonsten, wenn der irgendwo verschüttet sein sollte, wenn das Ding weg ist, dann habt ihr echt ein Problem. Einfach nur rein und zack. Das war der der Tausch der Batterie. Ihr habt selber gesehen, das ist kein Hexenwerk. Das kann ich innerhalb von einer Minute. Dann braucht ihr vielleicht eine halbe Minute, weil ich manchmal stelle ich mich ein bisschen dusselig an. Okay, danke fürs Zuschauen und viel Spaß bei einem der nächsten Videos.